Herzlich willkommen heute aus dem Europaparlament in Straßburg. Ich habe Besuch aus Halle. Wer seid ihr und von wo kommt ihr? Hi, wir sind Saskia und Raimund. Der Esel nennt sich zuerst von Team Raimund von MDR Sputnik. Wie kommt es, dass ihr da seid? Du warst bei uns im Sender bei MDR Sputnik in der Morningshow. Und da haben wir uns getroffen und du hast uns eingeladen, dass auch der Podcast Team Raimund mal kommen könnte. Und da haben wir gesagt, ja, warum nicht, kommen wir nach Straßburg. Das war in der Tat so. Ich war im Sommer 3 Stunden morgens in der Morgensendung, die richtig viel Spaß gemacht hat. Auch der Mix zwischen coolen Hits und Inhalten hat mir richtig Freude gemacht. Was ist der Podcast, an dem ihr arbeitet? Was macht Team Raimund? Also Team Raimund ist unser tagesaktueller Informationspodcast. Wir haben vorher eine Sendung gehabt zwischen 18 und 19 Uhr, die haben wir immer noch, wo wir die aktuellen Themen behandelt haben, haben aber irgendwann gesagt, schaltet man als junger Mensch tatsächlich um 18 Uhr sein Radio an, um irgendwie sich Nachrichten reinzuziehen? Nein, natürlich nicht. Das machst du heute irgendwie mit deiner App, du hörst den Podcast an. Also sind wir ein Entertainment-Podcast, die aktuelle Themen bearbeiten. Jeden Tag ab 16.30 Uhr kann man uns runterladen vom Mitteldeutschen Rundfunk und wir nutzen den Lounge so ein bisschen, um über Europa zu berichten, weil ja die Europawahlen anstehen und wir persönlich finden das eine super wichtige Sache und deswegen freuen wir uns sehr, dass du uns eingeladen hast und uns mal zeigst, wie der Laden hier läuft in Straßburg. Finde ich auch super, dass ihr kommt. Ihr habt ja auch andere Kollegen anderer Parteien getroffen. Das ist ganz wichtig, dass ihr überparteilich arbeitet. Der Brexit hat gezeigt, junge Leute gehen nicht zur Abstimmung. Die Europawahl ist extrem wichtig. Die Zahlen zeigen auch in Sachsen-Anhalt, dass auch Ostdeutschland die jungen Leute kaum zur Wahl gehen. Ist das auch so ein bisschen der Motivationspunkt von euch? Absolut, absolut. Also ich glaube, Europa ist im Kopf sehr weit weg für junge Menschen. Auch was hier passiert, ist alles einfach sehr weit weg. Und auch die Medien stürzen sich oft auf eher die nationalen Parlamente. Und wir haben es uns jetzt so ein bisschen für diese Woche zur Aufgabe gemacht, das nicht zu tun, sondern von hier zu berichten. Mega cool, total toll. Team Raimund und Radio Sputnik, MDR ist hier mit am Start. Ich wünsche euch gute Tage hier, gute, interessante Gespräche auch nebenbei und werde mir dann anhören, was ihr gemacht habt. Von daher, Team Raimund hat einen YouTube-Kanal? Nee, YouTube-Kanal nicht, aber eine Internetadresse, teamraimund.de, teamraimund.de. Ob mit AI oder EE geschrieben ist oder mit Bindestrich und ohne ist egal, ich habe einfach alle Adressen registriert. Also probiert's aus und sippt mal rein. Alles Gute euch. Danke, dir auch. Dankeschön, dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss.